Ich habe diesen Text jetzt mit einer Zeichentiefe resynthetisieren lassen, die sich ständig verändert hat. Das heißt, am Anfang, ich habe eine Skizze, die habe ich allerdings nur, genau, das sieht man hier nur grafisch. Ich mache mal das Licht einmal auf kurz. Können Sie das sehen? Da gibt es eine Zickzacklinie. Ja. Also das ist sozusagen die Zeichentiefe, die sich ändert. Also die höchste Zeichentiefe ist oben und die baut sich im Schluss, gegen Schluss immer mehr ab, dass sie am Schluss ganz, ganz klein wird. Ja. Das heißt am Anfang, im Grunde ist das ein mehr oder weniger ein gebrochener Übergang von langen Zeichenketten zu kurzen, der aber mit so einer Zickzacklinie, ich nenne das Helixstruktur, gebrochen ist. Ja. Am Anfang sind lange Zeichenketten, das heißt der Text klingt eigentlich wie das Original. Und immer mehr löst sich das auf, bis am Schluss sich dann der Text in totale Kunstsprachen verwandelt. Ja? Und das habe ich sozusagen nach dieser Vorlage sozusagen resynthetisiert. Und dann habe ich eine unglaubliche Textwurst bekommen. Ja? Die habe ich dann in vielen, vielen Tagen, Wochen versucht zu interpretieren, zu lesen, zu segmentieren. Und daraus ist dann eine Art von Partitur entstanden, wo ich Ihnen jetzt einen Teil davon vorstelle. Und so habe ich das so gemacht, dass ich dreimal den gleichen Prozess gemacht habe, mit verschiedenen Zufallsgenerator-Settings. Das heißt, dass ich das Stück dreimal sozusagen generiert habe und dreimal sozusagen unabhängig voneinander bearbeitet habe. Und da sind drei Schichten rausgekommen, drei Partituren, die ich dann gemeinsam mit einer wunderbaren Schauspielerin Eva Lindner die erarbeitet haben. Das heißt, wir haben geschaut, wie können wir diese Texte interpretieren, was für Dialekte sind das vielleicht, oder was für Sprachen, oder was für Umsprachen, und haben uns da begonnen, sozusagen diesen Text gemeinsam zu arbeiten. Und im Radio haben wir das so gemacht, dass sie den Text gelesen hat, interpretiert hat. Wir haben das auf Tonband aufgenommen und haben am Schluss dann diese Tonband, diese drei Tonbandgeräte parallel ablaufen lassen. Und dann ist eigentlich daraus das Stück entstanden. Das heißt, wir haben das nicht, wie man das heute macht, im Studio digital montiert, sondern wir haben das sozusagen dem Zufall überlassen, was jetzt wirklich an Überlagerungen und Konstellationen entsteht. Das ist einmal die verkürzte Form. Jetzt zeige ich einmal, wie so eine Partitur ausschaut. Vielleicht machen wir das Licht wieder aus. Das besser. Können Sie das lesen? Ja. Das ist so der Anfang. Ja. Das beginnt damit. Ich habe, das ist die erste Sprecherin, die hat den linken Kanal. Ja? Das ist das, was wir jetzt sozusagen uns kurz anschauen, als Text, nicht als Aufnahme. Ich habe die Fahrt nach einem Buch angetreten, vielleicht im Katalog der Kataloge. Jetzt können meine Augen kaum mehr entziffern, was ich schreibe. Ich bin im Begriff, nur ein paar Meilen weiter, nach Ablauf einiger Jahrhundert Jahre, die nicht nur die Unordnung ist und dass dieses Labyrinth existiert, ab aeternum. Das ist sprachlich natürlich ein totaler Bruch. Ja. Es beginnt, der erste Satz ist noch wirklich der erste Satz oder ein Satz aus dem Buch. Aber was dann passiert, springt sofort irgendwo anders hin und erzeugt beim Hörer sofort einen Wahrnehmungskollaps, irgendwie, wenn man nicht genau weiß, was das bedeuten soll. Ja. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe diese große Textwurst jetzt versucht zu interpretieren, indem ich sie segmentiert habe, indem ich sie fast wie ein Gedicht angeordnet habe. Dazwischen sehen Sie auch Zahlen, das sind Sekundenangaben für Pausen. Pausen sind sehr wichtig in dem Stück, damit nämlich die anderen Schichten auch irgendwie wieder zum Zukommen und frei werden und hörbar werden. Und so entsteht sozusagen aus diesem Text nach und nach so eine Partitur, wo dann auch verschiedene Angaben zur Hall zum Beispiel sind. Und jetzt, genau, jetzt kommen plötzlich so komische Worte. Da an dieser Stelle sind wir schon in der Zeichenketten-Synthetisierung ziemlich weit im kleinen Bereich. Ansche Art figuriert, mag ein Entdecker einer dieser Zärtigung auf den Begriff der Jung derer Kanonierschiff. Und im Laufe dieses Textes lösen sich dann diese Worte immer mehr auf, bis am Schluss eigentlich so ganz merkwürdige Sprachen sind,
Achend, Biene, Zaber, Elfenlein, Warez. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man das aussprechen? Wie kann man das interpretieren? Und dann hat die Eva gemeint, das ist doch Schweizerdeutsch. Achend, Biene, Zaber, Elfenlein, Warez. Und so haben wir das sozusagen interpretiert, diesen Text, und haben den auch mit Sinn erfüllt. Und später wird es dann Dänisch, es kommt Finnisch vor Japanisch, Schweizerisch, Russisch, Kärntnerisch, zum Beispiel. Ich kann nicht Kärntnerisch, aber Zentli Geid am Zerrissen, der Gerin Dindele. Oder Unogt, das ist eines meiner Lieblingssätze, Unogt, Eves Dalauch, Ver Ibek, Ben Seichwe.